Stellen Sie sich vor, ein großer Hollywood-Streifen feiert Premiere und niemand kommt. Ich habe hier einen kleinen Zettel und den möchte ich einfach mal vorlesen. Ralph Fiennes, Jude Law, Owen Wilson, Jeff Goldblum, Bill Murray, William Dafoe, Harvey Keitel, Tilda Swinton und natürlich auch Edward Norton habe ich vergessen. Es sind nur viele, viele, viele. Alles Hollywood-Stars. Die waren alle nicht in Görlitz. Doch dann kam der hier. Kennen Sie nicht? Noch nie gesehen? Kein Problem. Wir stellen Ihnen den Schauspieler heute vor, denn schließlich war er ja auch dabei beim Dreh in... Görlitz! Genau, Görlitz. Für das Kino ist das heute nicht die erste Premiere, denn die Stadt als Filmkulisse in Szene zu setzen, das hat in Görlitz Tradition, wie der Buchautor Michael Gürlach zu berichten weiß. Kennen Sie nicht? Kein Problem, denn immerhin hat ihn sein Manager bei uns gewaltsam und gegen seinen Willen ins Rampenlicht gezerrt und jetzt steht er verdutzt hier und soll unvorbereitet was über Görlitz als historische Filmstadt erzählen. Und Action! Ja, der erste Film wurde 1954 hier gedreht in Görlitz und zwar unter dem Titel Der Ochse von Kulm. Kennen Sie nicht? Kein Problem, er schreibt ein Buch drüber. Darüber und über berühmte Ochsen aus dem Görlitzer Umland. Der einzige Hauptdarsteller, der damals aus der Görlitzer Region kam, war der Ochse, der wurde aus Markersdorf praktisch für den Film gewonnen. Ochsen laufen heute übrigens nicht über den roten Teppich, dafür aber, naja, nee, eigentlich nur der hier. Der hat übrigens einen Narren an sich gefressen und überredet unbedarfte Kinobesucher, Fotos mit ihm zu schießen. Teilweise zahlt er auch horrende Summen, um mit aufs Foto zu dürfen. Doch zu diesen würdeverachtenden Geschäften will er nicht Stellung beziehen. Und auch nicht zu seinem sexistischen Verhalten, welches sich dadurch äußert, dass er ein Gespräch mit unserem qualifizierten Reporter verwehrt und stattdessen auf unseren weiblichen Kabelträger besteht. Tut mir leid, aber du bist nicht weiblich. Hallo. Darauf angesprochen kommt er ordentlich ins Rudern. Na, haben wir es jetzt? Ja, irgendjemand. Ich habe noch keine genauen Informationen. Naja, okay. Solange dem noch nichts Besseres eingefallen ist, blenden wir mal ins gut gefüllte Kino zum eigentlichen Geschehen. Ins gut gefüllte Kino zum eigentlichen Geschehen. Schönen guten Abend. Hallo Görlitz. Warum die großen Hollywood-Regisseure ihre Filme ausgerechnet in Görlitz drehen, das wusste der hier auch nicht zu beantworten. Naja, und der hier erst recht nicht. Görlitz! Die, die keine Karten mehr bekommen haben, rennen jetzt halt zum Trotz albern verkleidet durch die Bahnhofskulisse und trösten sich mit übermäßigem Alkoholkonsum. Apropos, zu guter Letzt hat uns unser Lieblingsstatist Michalowski sein Fotoalbum mit den gelungensten Schnappschüssen des Abends zur Verfügung gestellt. Na dann schwelgen wir weiterhin in einprägsamen Erinnerungen und sehen uns zur nächsten großen Statistenschau in... Görlitz!